Moin Leute, hier ist Koma, ich zocke Business Koma und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SWTOR mit unserem Xaxes, unserem Soldatenkommando, mit seinem besten Begleiter, dem Eric Jorgen. Und ja, wir haben uns gerade, lasst mich kurz schauen, von hier, dem Startpunkt ungefähr, von diesem Planeten hier, von Taris, ist hierhin bewegt und da haben wir irgendwas gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Stufe 30 erreicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Zeit sparen, damit wir direkt weiterzocken können natürlich. Hier direkt natürlich auch auf unserem republikanischen Zeichen. Hab mir gedacht, das ist wieder so wunderbar. Und wir haben hier hinten noch eine Quest, die wir abgeben müssen. Und da habe ich mir halt eben gedacht, wir gehen mal schnell, machen die Picks fertig und haben direkt ein Erfolgserlebnis. Hallo, ich bin Captain Childress. Ich möchte euch danken, dass ihr euch die Zeit nehmt, mich zu sehen. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Wir haben ja nicht so viele Truppen zum Rand der Galaxis geflogen, damit ein paar Kinder Pionier spielen können. Hm. Dieser Planet ist es nicht wert, bewohnbar gemacht zu werden. Das einzig Interessante an Taris ist, dass dies der größte Fehlschlag der Republik war. Was soll das mit mir zu tun haben? Ja. Ihr verbringt eure Zeit im republikanischen Raum, also sollte es euch etwas angehen. Eine imperiale Bombardierung hat die Zivilisation auf diesem Planeten vernichtet, dem ganzen Planeten. Und sie haben das gleiche auf Coruscant versucht. 300 Jahre nach Taris wissen wir immer noch nicht, wie wir uns gegen eine Bombardierung schützen sollen, wenn sich die Schiffe im niedrigen Orbit befinden. Gute Männer werden sterben, wenn wir nicht aus unseren Fehlern lernen. So sieht's aus. Deshalb bin ich hier. Ich habe ein paar Kommandos entsandt, um ein Forschungsteam bei der Absturzstelle der Ender Spire zu beschützen. Dem letzten Kriegsschiff der Republik, das über diesen Planeten abgeschossen wurde. Wenn wir Glück haben, hat dieses Schiff die gesamte Bombardierung aufgezeichnet. Aber mein Team hat den Kontakt verloren. Da draußen in der Wildnis befinden sich also ein paar Papierkrieger mit den wichtigsten Daten von ganz Taris. Ja, dann kümmern wir uns drum. Teilt ihnen mit, dass Hilfe unterwegs ist. Das ist unser Ding. Die Stelle liegt weit draußen. Beeilt euch, wir wissen nicht, ob es Überlebende gibt. Da kümmern wir uns direkt drum. Das Forschungsteam hat nur sekundäre Priorität. Die Daten sind das Wichtigste. Bringt alle Aufzeichnungen von der Ender Spire zu Commander Vicky am Außenposten. Da kümmern wir uns doch gerne drum. Eine gute Tat, natürlich. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen also... Wir sind jetzt hier. Wir könnten jetzt rein theoretisch gleich hier rüber gehen. Ich sehe es jetzt hier noch nicht, ob man direkt diesen Weg hier oben benutzen kann. Wir probieren es einfach mal auf gut Glück. Wie ihr seht, ich habe mittlerweile auch so ein bisschen die Leisten angepasst, dass wir einfach ein bisschen schneller rumswitchen können. Und das noch vor der Folge 20. Also danke nochmal hier an der Stelle für die Schnellleistenerweiterung. Die haben wir natürlich damit auch drinnen, meine Freunde. Und ja, Chroma ist mal wieder wie eine Fliege unterwegs und weiß nicht, wo er entlang fliegen soll, ne? Gleiten soll mit seinem mechanischen Begleiterpferd, den Gleiter. Okay, wir müssen hier hoch. Nein, müssen wir nicht. Das erzähl ich. Nix da hoch. Nix hoch. Nein, 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 nein. Nix hoch. Ich nix hochgehen muss. Ist woanders denn? Ja. Da hinten könnten wir entlang. Ach, guck mal, das ist es doch schon. Na klar, das haben sie uns doch gerade gezeigt hier. Genau das Bild haben sie benutzt, um die Ender Spire zu zeigen. Dann gehen wir natürlich gleich mal hin und versuchen da das Beste draus zu machen. Ach Leute, ich sag euch. Die Tage in letzter Zeit sind einfach nur übel warm. Es ist viel zu viel angestaute Wärme in Deutschland und ich habe auch gehört, die Luftfeuchtigkeit an den Küsten oben im Norden soll recht hoch sein. Ich habe keine Ahnung, ich sitze ja mehr im Mitteldeutschland fest, ne? Und daher weiß ich nicht, wie es da so ist. Ich hoffe einfach nur, dass es den Jungs da oben oder euch dort oben ganz gut geht, weil mit so viel Luftfeuchtigkeit von 30% kriegst du eine Macke, oder? Gehst du doch ein! Ansonsten, schöne sonnige Tage haben wir alle. Aber es ist doch schon recht anstrengend mit diesem Wetter in letzter Zeit. So, ich würde mal sagen, wir versuchen uns mal so ein bisschen einzuschießen hier. Nicht wahr? So ein kleines bisschen dürfen wir das auch. Es muss ja einfach mal sein. Okay, hier haben wir schon die Ender Spire. Wir sollen jetzt hier sozusagen die Blackbox retten. Die Aufzeichnung über die Bombardierung wäre sehr interessant, sagte der junge Mann. Der leicht korpulente junge Mann. Und da werden wir ihm natürlich helfen. Das könnte uns natürlich taktische Vorteile bringen im nächsten Kampf gegen das Imperium. Also rein da mit uns. Und geackert. Alt, falsche Taste. Ich wollte nochmal schnell schauen. Ach, das ist gleich hier vorne. Das ist ja auch schnell erledigt, ja?
So, sprich mit Lieutenant Karlsu. Karlsu. Auch nicht schlecht. Lieutenant Name. Karlsu, ich bin der Rest von Commander Childress 5. Sonderkommando. Alles klar. Bitte sagt, dass ihr unsere Verstärkung seid. Euer Hoffen wurde erhört, genau. Ich bin der Helfer in der Not. Einen Moment. Alles klar, Leute. Und wir haben noch Unterstützung von der Basis bekommen. Das ist alles, was von unserem Forschungsteam übrig ist. Oh je. Die anderen gerieten in einen Hinterhalt. Diese Plünderer haben geahnt, dass wir hinter was Gutem hier waren. Hm. Wir müssen sie lange genug aufhalten, damit das Forschungsteam die Daten finden und herunterladen kann. Und dann kümmern wir uns doch drum. Alles klar, jetzt übernehme ich. Ich bin bereit. Forscher rein. Alle, die nicht arbeiten, hinter mir formieren. Aye, Sir. Aye. Yeah, Chefchen ist okay, da. Die Daten haben oberste Wo ist mein Priorität. Kaffee? Alle ins Schiff, los! Los jetzt! Marsch! Aha, der hat auch so eine schöne Bumme wie ich hier. Ratter, ratter, bang, bang. Na ihr, habt ihr aber Probleme mit mir? Nein, habt ihr nicht, ich weiß. Bams! Da war der Schokobursche nicht mehr so Schoko. So, wir hacken mal eine Runde. Piu. Da rennen sie, guckt euch an. Hihi, haben wir wieder mal gezeigt, wie es läuft. Ist das nicht super? ja, jetzt würde ich aber gerne mal ganz kurz hier hinterschauen wollen. Vielleicht gibt es ja hier auch noch was Cooles. Hallo? Nein? Schade. Hätte ja. Vielleicht da hinten in der Ecke? Nein, auch nicht. Okay. Man muss sich ja ab und zu auch mal kurz umschauen. Mal kurz die Zeit nehmen. Kurz reinschauen, was geht eigentlich so. So, jetzt werden hier garantiert gleich wieder irgendwelche Feinde erscheinen. Ich halte schon mal den Finger auf der Taste 6 fest. Ist das Taste 6? Ich glaube schon, ich kann es nicht erkennen. Ich muss demnächst auch nochmal zum Optiker. Ich muss mir unbedingt die Brille machen lassen. Die hat nämlich so ganz leichte Kratzer drauf. Kunststoffgläser. Die habe ich aber auch schon ein paar Jahre. Von daher müssen wir da auch mal schauen. Hey, der lebt ja noch. Warum lebt der? Das geht ja mal gar nicht. Immer diese Leute, die hier überleben wollen. So, hier haben wir das nächste Schaltpult. Da müssen wir natürlich auch nochmal eine Runde ran. Ah, da läuft der Strom. Schaut euch das an, ey. Schaut's euch an. Hehe. Das Ding ist abgestürzt und wir kriegen es wieder zum Laufen, ey. Geil. Stellt mal vor, das könnt ihr nochmal abheben. Rabimme, rabamme, rabum. Wir gehen da lang. Und dann machen wir halt alles putt. So wie immer. Das ist die Frage. Wir sollen einfach nur hier hinten an dieses Steuerpult. Da wird uns doch jetzt garantiert noch jemand davor angreifen. Nicht? Na, dann gibt es jetzt gleich nochmal jemanden, der uns angreift. Ah, jetzt geht's los. Oder auch nicht? Aha. Doch, da. Da ist es. Da sind sie. Da warten sie. Ich wollte mal sagen, ihr seid Geschichte. Das ging schnell, oder? Ach nee, es gibt jetzt... Oh, es gibt jetzt hier mehrere Wellen. Uhu. Haben sich aber was einfallen lassen. Geiler Scheiß. Oh, da hinten ist irgendwas Schönes, Blaues. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, damit. Gib mir mein Zeug. Oh yeah. Hey. Ja, er ist tot. Okay. Er hat es nicht lange überlebt, aber immerhin, er hat es versucht. So, unsere Aufgabe. Wir sind ein bisschen später gekommen, wären das jetzt unsere verkohlten Leichen. Richtig. So sicher. Leider sind wir noch nicht fertig, bis die Daten von diesem Wrack in den Händen von Commander Viki sind. Ist so gut wie erledigt. Gebt mir, was ihr habt. Ich reiche es an Commander Viki weiter. Dann kriegen wir die extra Belohnung. Wir haben alle wichtigen Informationen gefunden. Wenn ihr das an den Außenposten weitergebt, halte ich die Plünderer fern, bis Verstärkung eintrifft. Ja! Wir danken, dass ihr uns beschützt habt und viel Glück. Na ja, gut, okay, komm. Das kriegen wir gerade so hin. Ha? Machen wir alles zum ersten Mal. Wir sind ja sehr ungeübte, kreative Menschen. Aber lasst uns jetzt hier mal so ein Stückchen schneller raus.
Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig unterwegs. Ich glaube es gerade gar nicht. Na, ist egal. Doch, ist richtig. Ah! Du willst mich also gar nicht gehen lassen, du kleines Stück. Arsch. Und Schuss. Piu, piu, piu. Oh, scheiße. Erstmal heilen, Leute. Ich sehe es gerade. Ich bin so ein bisschen angehittet, ne? Ah, geht. Geht. Alles gut. Was ist denn das hier? Bacta-Infusion. Oh, cool. Genau, heil mich mal. Machst du richtig, mein Kleiner. Heilen, habe ich gesagt. Heilen. Leichte Verdrängung von Exotech Arms. Das ist aber auch ein Scheißteil, oder? Mann, ich drücke immer Taste B und möchte eigentlich in die I hier, ne? Der ist aber nicht toll. Meiner ist besser. Nee, natürlich, der ist schon besser, aber ich brauche neue Armierung. Hier gab es keine passenden auf dem Planeten. Da habe ich halt einfach die Po-Karte. Ne? Jetzt können wir uns erstmal den Gleiter schnappen und wir könnten... Obwohl, wir könnten uns auch zurück teleportieren. Das ging jetzt schneller. Dann könnte man die Aufgabe innerhalb von einer Folge abgeschlossen haben. Oder wir gehen erstmal weiter hinter. Und... Akku-Waffe? Hm? Ach, hier unten haben wir auch noch was, siehst du? Machen wir einfach mal eine große Runde. Hm? Meiner. Ja, na klar, machen wir das. Auf geht's, Digga. Los, 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 los. Da können wir doch einmal so ein bisschen was aufdecken und so ein bisschen arbeiten. Na, warum auch nicht? Da haben wir dann eventuell... Ach, guck mal, da hinten kommt auch nochmal ein Flugpunkt. Ach, den erreiche ich wieder von hier nicht, ne? Na doch, komm. Krümchen wird's richten. Auf. Ungewöhnlicher Ferrasit. Aha. Hier ist die Strecke. Hier könnt ihr mal runter. Da hätten wir noch einen Flugpunkt. Sixter, habe ich auch noch gefunden. Was denkst du denn von mir? Hab ich auch wieder gerichtet. So wie sie es gehört. Ja. Hm. Sieht soweit ganz gut aus. Eigentlich. Aber wir müssen ja hier runter, genau. Und dann weiß ich aber gerade nicht, wie der Weg weitergeht, weil ich habe die Karte dort noch nicht aufgedeckt. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir sie aufgedeckt. Ah, wir müssen hier gleich um die Ecke. Aber ich denke mal, von hier aus kommen wir da nicht ran, ne? Glaubst du? Ich weiß es nicht. Wir könnten es höchstens mal probieren, aber das sieht nicht so gut aus. Nein. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, da müssen wir außen rum. Hm, das ist aber traurig. Hab gedacht, wir könnten das besser machen. Hab ich gedacht. Ja, wirklich. Ich denke, manchmal. Glaubst du mir nicht? Ich auch nicht. La 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 la. Gleich sind wir da. Wie wunderbar. Ja. Jetzt sind wir auf dem richtigen Holzweg. Da unten ungefähr. Haben sie gesagt, soll ich rein? Dann gucken wir mal Schnuckchen, ne? Bin mir sicher, wir finden dort jetzt die Waffe gegen Tupfer. Beziehungsweise die Rakul-Waffe. Da sind wir ja gerade. Das ist hier die Aufgabe. Und da geht's ja Tupfer suchen. Leute. Hauptaufgabe. Juhu. Oh, Tupfer ist schon viel zu lange. Wir müssen nicht aufhalten. Granate. Solange wir sie mit Granaten aufhalten können, ist alles super, Leute. Komm schon. Ah! Komm nicht zu nah. Gut. Geht doch. Ich hab keinen Bock, mich schon wieder zu infizieren. Damn it! Okay. Da ist wieder alles verseucht. Guckt's euch an. Wir müssten jetzt. Wir gehen einmal quer durchs Geäst. Gnadenloser Tunnel-Rakul. Von mir aus kannst du noch gnadenloser sein. Hier haben wir noch nicht mal eine Bonusaufgabe bekommen. Das ist ja übel. Ich hab wenigstens gedacht, so eine Bonus, weißt du? So eine Aufgabe, ja. Aber nein, 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 braucht ihr ja nicht. Nein. Warte mal, willst du mich verarschen? Ja, nein, nein, nein. Das ist normal so. So, wisst ihr was? Wir sammeln euch jetzt hier mal ganz kurz. Hallo. Alle herkommen, bitte. Genau. Ich würde mal sagen, das war sauber. Habe ich mich... Nein. 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 Ah. Jetzt hat er mir das deaktiviert.
Ich hatte doch jetzt hier irgendwo diesen Auf- und Nachladen. Stellt beim Kanalisieren Gesundheit wieder her, bla bla bla. Verstärkung. Boom. Das wollen wir haben. Danke. Ach, guck mal, da kommt uns schon einer entgegen. Sind alle schon wieder fertig mit ihrer Aufgabe. Ich bin wieder der Letzte, der way out durch die Kante rennt. Immer ich. Immer das arme Chromchen. Ganz zum Schluss. Ja, immer ganz zum Schluss. Ich sehe schon wieder die Zeit, die rennt. Die rennt gegen uns und das nervt mich schon wieder. So, mit Turbo-Modus gehen wir jetzt mal schnell weiter. Ich hoffe, dass er diesmal auch ein paar Sekunden länger hält. Ach, scheiße, die warten doch hier hinten schon wieder auf mich. Ach, infizierte Wachen. Ach, komm schon. Warum müsst ihr denn immer im Weg stehen? Junge, bumm, hat's gemacht. Dann war dein Leben zu Ende und du auch. So, seid ihr jetzt fertig? Hat noch jemand Loot? Nein, natürlich nicht. Oh, hier, den dicken will ich mal mitnehmen. Komm. Krieg sonst nie so dicke ab. Komm schon. Immer schön bum bum. Sehr schön. Wunderbar, wunderprächtig. Er war tot und wir konnten weitergehen. Wow. Ah, leck mich doch. Ich bin falsch gelaufen, so wie immer. Nja. Okay. Wenn sie mal hier so einen Kompass einbauen würden, wo du siehst... Ja, ich weiß, da unten, der Pfeil sagt aus, in welche Richtung ich gucke. Aber da gucke ich immer wenigstens auf diese Minimap da unten. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Minimap in Svetor hat mich schon immer genervt, weil ich nie genau wusste, ob ich jetzt hier richtig bin oder nicht. Aber jetzt kann ich mir mal kurz so ein bisschen die Karte einprägen. Ja, einfach nur nach Norden und dann nach Westen, ne? Yeah, Mann! Genau so ist es. Eigentlich nicht, aber hey, was soll's. Okay, erstmal wieder alles vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ui, was willst du? Geh doch einfach weg. Und hier hinten haben wir auch nochmal so ein paar von diesen Rakul-Dingern. Komm schon. Der lebt noch, bring ihn um. Gut, sehr schön. Hat doch funktioniert. Okay. Wieder die falsche Taste, ich weiß. Ja. Das ist jetzt also nichts mehr im Weg. Einfach nur noch der Strecke folgen und wir wären fertig. Das ist da auch nicht schlecht. Ist hier wieder Gegner? Nee, noch nicht. Na dann, Ironman-Modus an und los geht's. Hui. Ah, ich weiß, sie kommen jetzt wieder zu mir. Ziel neutralisiert. Okay, nochmal ein bisschen was looten. Es sieht so aus, ob wir uns infiziert haben. Das ist nicht so toll. Ah, Mann. Jetzt ja, Taste I. Ich weiß. Ah, verdammt nochmal. Wie ich es hasse. Nein. Da oben. Natürlich. Die ganze Zeit daneben. Na, siehst du. Chroma. Du lame ass. Alter. Du brauchst ja für alles Ewigkeiten, Mann. Ja, tut mir leid. Ich versuche natürlich Zeit zu schinden, damit die Folgen so lang wie möglich werden, ist doch klar. Dementsprechend ist das halt nun mal so ein Spaß. Also, müsst ihr euch ein paar vorstellen, das ist immer wieder schwierig, zwischen verschiedenen Spielen hin und her zu switchen. Und in letzter Zeit spiele ich ja viele verschiedene Titel. Da ist das halt nun mal so, dass man so ein kleines bisschen mit allen möglichen durcheinander kommt. Lass mich aufstehen. Geht doch. Lasst uns weitergehen. Da warten schon wieder die Nächsten. Hallo? Der wollte nicht mal schießen. Keine Ahnung warum. Klar, der eine springt erstmal aus der Range raus. Den anderen treffe ich erst gar nicht, weil... Vergiss es. Braucht keiner. So ein Scheiß. Und weiter geht's. Feuer frei! So, und jetzt einfach nur noch drauf schießen. Was haben wir denn da? Eine Plasmagranate. Wie wär's denn damit? Ach so, wurde erstmal abgesch... Meine Plasmagranate durfte ich nicht werfen. Die braucht nämlich mehr Aufladung. Macht aber mehr Schaden, ne? Ich hoff's. So, treffen wir mal auf Tüpfer. Den Tüpfer, den müssen wir nämlich noch ordentlich ins Reinklopfen haben. Da ist nämlich immer noch so ein bisschen Stress. Und nein, wir machen jetzt hier keinen Cut. Wir wollen jetzt Tüpfer auseinandernehmen und dann dauert das halt ein bisschen länger. Meine Güte. Piu, piu, piu. Ich glaube, das hat dir nicht so gefallen. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir sogar noch eine Bonusaufgabe.
Jetzt kriegen wir eine. Oh, ist das nett. Feuer frei. Einmal da und einmal dort. Und hier auch nochmal. Finde ich super. So. Ich würde mal sagen, die sind Geschichte. Und hier haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit, so ein paar extra Leute abzugreifen. Finde ich schön. So, jetzt können wir es nochmal probieren mit dem Plasma-Granätchen. Oh. Ist er tot? Sorry. Oh. Ich glaube, ich habe ihn gestört. Okay, jetzt können wir nochmal den Skill einsetzen. Oh, der macht schon ein bisschen mehr Ouchen. Dann können wir das Ding nochmal aktivieren, um uns zu heilen. Und wir können weitermachen wie bisher. Einfach Raum für Raum, Cleary, Cleary spielen und Toti, Toti machen. Machen wir. Mit links. Immer und immer wieder. Bis wir die Schnauze voll haben. Hey, ihr solltet auch mal sterben, Leute. Gut. So, da stehen schon wieder die Nächsten und warten darauf, dass sie irgendwie was ins Gesicht bekommen. Die waren jetzt aber schnell tot. Eric, du hattest nicht zufälligerweise irgendwas damit zu tun. Jo, da ist noch was. Und hier kriegst du den ab. Dann würde ich mal sagen, wir schmeißen nochmal so eine Granate rein. Die war vorhin schon recht bösartig. Das Ding ist cool. Macht ordentlich Autsch. Gefällt mir. AOE-Schaden ohne Ende hier. Komm schon, lad auf, bitte. Ich will, ja, lass mich auch mal Piu, Piu, Piu spielen. Ja, ich würde mal sagen, schon, ne? Eric, ich würde mal sagen, die haben die Faxen dicke, die Leute. Und wir haben dafür Punkte. Ohne Ende Punkte. So, Suche nach Tupfer. Hm. Na gut, vielleicht gleich. Irgendwann mal. Nein, wir suchen natürlich sofort nach Tupfer. Zuerst wollen wir aber ein bisschen Spaß haben. Piu, Bumm hat's gemacht. Ja, das hat jetzt aber nicht viel abgezogen. Das war jetzt nicht schön. Ich dachte eigentlich, das macht mehr. So, ich würde mal sagen, das ist die Boni-Aufgabe gewesen, oder? Hm, denke doch. Nein, uns fehlt noch ein einziger. Okay. Aber jetzt. Bye, bye. Bonusaufgabe abgeschlossen. Hm, würde mal sagen, das hat ihm nicht so geschmeckt. Und ich denke mal, dass wir Tupfer auf einer erhöhten Plattform da oben finden. Na, gesundheitstechnisch sieht es bei mir ja noch halbwegs gut aus, ne? Wir sind heute außerdem noch nicht einmal gestorben. Was ist hier los? Ja, das Chromchen versucht sich so ein bisschen... du da? Dich nehme ich auseinander, du kleines Stück Arsch. Und ja, wir schmeißen das Ding jetzt mittendrin rein. Aktivieren den Mist. Machen dann den Megastrahl. Schmeiß noch eine Granate und nochmal so ein Impulsdingens hinterher hier. Oder wie ist das? Sprenggeschoss hinterher, genau. Super, geht auch. So, wir heilen uns nochmal fix. Dann können wir weitermachen. Oh, danke für die hübschen Schuhe. Können wir uns selber beschießen? Ne, können wir nicht. Schade. Oder? Doch. Ist ja lustig. Ich kann mich selber heilen damit. Cool. Nicht schlecht. Erspecht. Okay. Ja, gleich ist es vorbei, da hat er wohl recht. Gleich stehen wir vor Tupfer. Und wehe, der hat nichts dabei, um sich selber abzutrocknen. Da hinten ist er. Die kleine depperte Sau, du. Geht's los. Ei, Tupfer! Na, geht's dir gut? Also beglückwünsche ich euch, Fenrich Sarven. Zu eurem edlen Opfer. Aber Sir, ich... Wartet! Nein! Sir, nein! Ich... Autsch! Hervorragend. Ich werde noch mehr Rock-Ghule für meine Arbeit brauchen, Vorsot. Wir haben euch bereits die Rock-Ghule geliefert, die ihr wolltet. Wann werdet ihr tun, was wir wollen? Hm.
Kommen wir ja genau richtig. Sobald die Waffe fertig ist. Damit werden wir den republikanischen Außenposten dezimieren. Ich rieche einen Eindringling. Das tut ihr. Sergeant, seid ihr es wirklich? Jetzt zahlt ihr für das, was ihr getan habt, Verräter. So schaut's aus. Wie ich sehe, seid ihr nicht allein. Ihr habt diesen erbärmlichen Wurm von Ort Mantell mitgebracht, damit er mit euch stirbt. Redet so viel ihr wollt, Durant. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Ihr kommt gerade recht. Ich habe haufenweise Krankheitserreger, aber keine Testobjekte mehr. Alles klar. Die Operation wird zunächst schmerzhaft sein, aber das sind nur eure Organe, die reißen und neu angeordnet werden. Es geht schnell vorbei, das versichere ich euch. Hier endet nur eines schnell. Euer Leben. Kämpft ruhig dagegen an. Aber ihr würdet euch wünschen, es euch selbst nicht so schwer gemacht zu haben. Vorsort, bitte helft mir, unser neuestes Testobjekt zu fixieren. Ich fixiere dich gleich mal. Mit Freude. Ich werde jeden Augenblick meines Sieges genießen. Aufsehen. Könnt ihr haben. Hui, los geht's. Leute, ich kann mich selber heilen. Was könnt ihr? Oh, wir verziehen uns mal ganz kurz. Und dann machen wir den. Oh. Ist es zu Ende? Ich glaube schon. Nichtsdestotrotz, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge schon wieder. Wir haben Tupfer erledigt. Hey! Yay! Und da hinten ist noch ein Schaltpult. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn du Bock drauf hast, schalte wieder ein. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.